Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, wir machen uns mal weiter ins Apartment. Das müsste ja eigentlich noch auf uns warten, bin ich der Meinung, ne? Da waren wir noch nicht. Genau, fortsetzen. 71%, also schaffen wir heute auf alle Fälle. Ja, so sah es mal aus. Inzwischen, ja, kann es sich ein bisschen besser blicken lassen. Es ist halt noch nicht fertig, ne? Mal gucken, was wir uns noch einfallen lassen können. So. Schon mal eine schöne Tür. So, gemütliche Ecke hier, ne? Kann man eigentlich sich sehen lassen. Das ist auch voll schön. So. Ja, wirkt doch eigentlich ganz nett, ne? Da gehen wir mal hoch. Und zack. So, und jetzt müssen wir erstmal schauen. So, was ist das hier? Streiche in den Farben Weiß. Helles Eichenmosaik. Gegenstände kaufen. Okay, ne, dann machen wir erstmal das fertig. Ne? So. Zack. Und dann brauchen wir einen großen Eimer. Ich glaube, woanders... Brauchen wir noch mehr Weiß? Kann das sein? Streiche mit den Farben Weiß. Und... hier Wandfliese legen. Okay, das ist eine ganze Menge, was man dahin machen soll. Aber hier, wie viele? 30. Naja gut, okay, dann brauchen wir aber keinen großen. Dann reicht eine mittlere tatsächlich aus, ne? Das müsste reichen. So. Streichen. Hier sollen wir zwar alles weisen, aber ich denke, das kriegen wir trotzdem hin mit dem einen Becher. So. Was soll das hier eigentlich werden? Heller, offener, linker Eckkleiderschrank. Ah! Das wird ein begehbares Kleiderständerzimmer. Ein Anziehzimmer. Ein begehbarer Kleiderschrank. Das ist auch schon alles hell. Auch schon alles hell. Da muss noch ein bisschen. So. Machen wir auch noch weiß, dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus. Ja, cool. So, dann nehmen wir den Topf mal drüber. Weil wir haben ja hier gesagt, ne, hier müssen wir auch 30 Stück anmalen. Und das, was läge jetzt eigentlich näher, als die Wand hier anzustreichen? So. Ja, ja. Farbe wieder dran machen. So. Ich glaube, das ist auch das, was wir wollen, ne? So wie es gerade ausschaut. Definitiv. So, Reinigung. Oh, wir müssen hier noch sauber machen. Ich weiß gar nicht, wie ich da... Ah, so. Ach, echt? Das war ja einfach. Krass. Na dann. So. Okay, also dann machen wir aber erstmal das fertig, ne? Da haben wir ja angefangen und jetzt... So, zwei Eckkleiderschränke. Ach, guck mal. Sieht so ein bisschen aus wie ein gewisser Kleiderschrank, den man wunderbar kombinieren kann von einer schwedischen Möbelhauskette. Ich weiß jetzt nicht, von wem ich da rede, aber... Oh, sollen wir mal ganz... Nee. Nein. Nein, 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 nein. Vergiss es einfach. Dunkel, schwarz, hell. Ja, wir machen das schön weiß, ne? So. So. Und nochmal. Ich glaube tatsächlich, dass es schöner ist, wenn man es hier hin macht, oder? Wie ist es? Weiß halt nicht genau, wie viel Platz wir dann halt wirklich haben, weißt du? Hier ist halt schon dann kein Platz mehr. Nee, das muss schon in die Ecke. Da bleibt jetzt auch gar nichts anderes. So. Genau. Dann brauchen wir von den zwei weiß, weiß, helles Grau, Grau. Ah, okay. Na Mensch, wer hat sich das wohl ausgedacht, hä? Nee, weißt du was, hier machen wir es, glaube ich, mal so. 50 cm. So, jetzt brauchen wir noch den. Den machen wir dahin.
Und dann noch den Spiegel. L, möglichst groß, ne? Ah, gucke mal. Ja, perfekt. Super, brauchen wir hier kein Licht drin? Achso, da ist ein Licht, okay. Ich glaube, so ein bisschen mittiger wäre schöner, ne? Ja, perfekt. Sehr cool. So, na denn. Was haben wir gemacht? Die, glaube ich, müssen wir noch machen. Kann das sein? Nee, das sind die. Na, dann ist ja schon mal gut. Aber warum? Achso, nee, alles gut. 100%, das passt. So, 12 Möbel. Heieiei. So, zuerst das Bett Teddy. Sieht schön aus, wenn das so ist, ne? Ich finde das so bunt, ist schon cool. Was haben wir denn jetzt eigentlich unten und so genommen? Holz. Amerikanische Ulme. Ja, bleiben wir bei dem schlichten Holz vielleicht? Da ist das Bad. Schwierig, hä? Eigentlich würde sich das hier schon anbieten, ne? Du musst halt immer rumlaufen, ne? Ich glaube, hier würde es mir besser gefallen am Fenster. Du kannst halt morgens aufwachen, ne? Und liegst hier und guckst einfach so raus. Ah, schönes Wetter. Okay, wir können. Ich glaube tatsächlich, das würde mir besser gefallen. Moment, warte mal. Jetzt haben wir hier kein... Das ist ein Bücherregal. Das ist ein dunkler Schrank. Das ist ein Kommando-Stehleuchte. Okay. Aber haben wir keine... Das ist hier ja bloß so eigentlich so ein Rollcontainer, ne? Aber gut. Schubladen. Haben wir kein einfach Holz? Wie bei dem anderen auch? Nö. Dann bleiben wir bei der dunklen Buche. Und dann... Hier das Beige vielleicht. Dann greifen wir so ein bisschen die Farben hier auf. Eventuell. Naja, wobei das ist ja jetzt eigentlich schon nicht so... Naja, doch, es geht schon, ne? Doch, das kann man schon machen. So. Machen wir das auf der Seite auch nochmal. So, dann brauchen wir eine Leuchte. Das ist aber eine kleine. Das heißt, wir brauchen jetzt dann so eine Stehlampe. Völlig durcheinander, ey. Ich überlege gerade, ob das mit der Eiche... Der Amerikaner, ich glaube, so ist es besser, ne? Passt ein bisschen besser. So. Besser, ne? Ja. Okay. Dann so ein Bücherregal. Oh, wenn ihr da mal zu doll ne? Dann fallen dir die ganzen Bücher raus. Das sollten wir nicht tun. Kann ich das, wie ist das, wenn ich das hier, das steht schon im Weg, ne? Ja gut, aber das geht schon so. Oh, ist es falsch rum? Kann das sein? Dunkle Kastanie, Buchenschoko. Eieiei. Arbeitsplatte braun. Ja, wir nehmen hier braun. Dunkelbraun. Dunkelbraun? Jetzt gucken wir mal so ein bisschen. Naja. Ist jetzt nicht so, ne, überzeugend, aber es geht schon. Ich fände ja das eigentlich ganz cool, wenn ich rausgucken könnte. Außerdem steht da nichts im Weg. Wir lassen den jetzt einfach mal so, wie er ist. So. Na, zwei Leuchten brauchen wir. Okay. Da hatten wir... Was hatten wir jetzt genommen? Ich weiß gar nicht mehr, welche. Ich glaube, das hellere, ne? Nee, das... Doch, das passt so. Alles gut. Ach, so was, die sollen hier rauf, ne?
Ja. Und die stellen wir hier hin. So, dann haben wir das auch noch. Und dann brauchen wir natürlich noch zwei Türen. Alles wieder in schönem Weiß. Oder wobei, ich finde jetzt gerade die amerikanische Ulme da oder die Fichte. Da bleiben wir mal bei der. Warum nicht? Okay, das ist doch schon mal soweit. Alles gut. So, und jetzt geht's los. Katastrophe. Schlechthin. Ah, ja, ja. Also zuerst, achso, das haben wir schon gemacht, ne? Den Fliesenboden. Okay, den haben wir gemacht. Hier kommt die Dusche hin. Ich mache jetzt erst, ich räume jetzt erst hier Zeug rein und dann überlege ich mir, wie ich das am besten mache. So, montieren. Na dann. Daran, darunter, alles irgendwie zack, zack, zapp, zapp, fertig. Modus ging ja einfach, ne? Was für eine Installation? Badewanne. Boah, hallo? Hängendes Waschbecken. Das ist, achso, nee, Quatsch. Hängende Kloschüssel. Da ist das Waschbecken. Naja, dann musst du die Badewanne dann schon irgendwie hier hin machen. Also kommt das Klo definitiv hier hin. Würde ich sagen, ne? So, eine Toilette. Budget wird bald aufgebraucht sein. Tja, was soll ich sagen, ne? Ist halt so. Warum geht es nicht? Doch, jetzt. Okay. So, Waschbecken. Dann machen wir das mit der, greifen wir die amerikanische Ulme noch mal ein bisschen auf. Achso, ich muss erst hier aufdrehen. So, jetzt noch mal schnell. Jetzt kaufen, genau. So, montieren. Zack und zack. So. Na, das schaut doch alles schon mal gar nicht so schlecht aus. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir noch die Badewanne-Installation. Alter, oh ne, gut, 6000, das ist ja in Ordnung. Das ist ja jetzt nicht so, als ob da irgendwie... So. Oh Gott, ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht zu sehr. Mein Schwiegervater tut Rasenmähen, glaube ich. So, Badewanne, eine Eckbadewanne. Na gut, dass wir... Oh, ernsthaft? Kann ich das jetzt nicht da hinten hin machen, ja? Ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. Also dahin. Und nochmal. Weil wir ja nichts zu tun haben, ne? So, jetzt aber dann die Eckbadewanne. Ah, gucke mal. So, montieren. Okay. Aha, alles klar. Okay, so ranmachen. Dann verdickt. Ujo. Ist in Ordnung. Hier hinten ist scheiße, ne, die Ecke. Ist nicht klug gemacht. Ist nicht klug gemacht. Aber gut. Das ist bloß die Frage, inwieweit können wir da nochmal was ändern, ne? Sollen wir das Waschbecken vielleicht hier hin machen? Ja. Das machen wir dahin. So. Das ist viel besser. Müssen wir halt nochmal schnell neu machen, das Waschbecken, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So. Aber es sieht einfach besser aus. Ja, das ist halt einfach so. So. Gucke mal. Ist ja schnell getan. So, guck. Wirkt halt doch ein bisschen besser. So, was ist jetzt denn? Regal. Okay, stehende Toilettenpapierhalter, genau. Das müssen wir natürlich dann hier irgendwie machen.
So. Wandlampe? Mhm. Naja, die kommt halt definitiv hier drüber, ne? Ah, warte. Kühle Asche, amerikanische Ulme. Ich glaube, wenn, dann machen wir das schon gescheit, ne? Ah ja. Sehr schön. So. Dann nur noch den Handtuchhalter. Die Grundlage, ah ja, braun. Ja, dann bleiben wir dabei, ne? Metall machen wir natürlich, ja, hell. Und die Handtücher machen wir in, ja, helles Braun, ne? Weil das einfach so ein bisschen Wiederholung dann, ja. So, und jetzt brauchen wir bloß noch die Fliesen, ne? Türkis. Pass auf, das machen wir jetzt so. Genau, die machen wir nämlich hier hinter der Dusche. Weil das muss ja eh immer besonders gut abgedichtet sein, ne? Und dann ist das, glaube ich, ganz gut hier. So. Und so. Genau. Tatsächlich würde ich aber hier nochmal eins weitermachen. So, vier Stück. Können wir das da machen? Nee. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier... Dann haben wir es fast weg, weißt du? Ja, so ist gut. So, dann brauchen wir die... Ach Gott, das sind die gleichen Fliesen, bloß in Grau. Und welche haben wir noch? Die da. Mhm. Die sind schön, die habe ich jetzt auch benutzt. Dann machen wir doch mal... So, pass auf, dann machen wir das so. Nochmal so ein bisschen als Eyecatcher. Machen wir hier hin diese großen Grau... Oh, die sehen aber schön aus, weil die ein bisschen größer sind wie die kleinen grünen. Hm? So. Jetzt musste hier schon... Hilft ja nichts, ne? Du musst das ja schon so ein bisschen schützen. Oh, dann machen wir das noch. Und das Einzelne. Jetzt habe ich noch eine, ne? Aber tatsächlich will ich die da nicht hintun. So. Aber ich glaube, das sieht dann so schon ganz gut aus. Mit den weißen räumlichen Trennungen. Das müsste eigentlich schon ganz cool ausschauen. So. Dann geht es jetzt da hinten in der Ecke weiter und dann haben wir es gleich geschafft. Ne? Dann sind wir mit dem Apartment dann fertig, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Weil dann haben wir ja das Schlafzimmer, das Wohn- und Esszimmer und Küche und sowas. Ne? Ein schönes Ankleidezimmer haben wir noch. Ja. Genau. So, 100%. Sehr schön. Aber ich glaube, ich habe hier doch noch den... Genau, aber das würde ich gerne hier nochmal ein bisschen weiß machen, ne? Dann sieht es nicht ganz so komisch aus. Schön. Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das mich so zufriedenstellt. Das ist eine schöne Fiel. Also das gefällt mir ganz gut mit den Oktagon. Eigentlich nicht, ne? En deux, trois, quatre, cinq, six. Nee, Hexa, nein. Ach, ich weiß auch nicht. Ist ja auch wurscht. So, Licht an, aber tot. Sehr schön. Coole Sache. Ich freue mich riesig, 100% erfüllt. 5000 Euro kriegen wir. Geil. Guckt mal, wie schön das ausschaut. What?
Ja, bin äußerst zufrieden. Wirklich. Gefällt mir gut. Mhm. Gut, dann gucken wir mal. Es ist so ein bisschen die Frage, ui, neue Wauzis, Zwergspitz. Ach, das sind wieder die gleichen, oder? Rottweiler, Husky-Mädchen, Beagle, Mops, Australian Shepherd. Die sind halt süß, ne? Hä, warum ist denn der? Ach so, das ist ein Junge. Ach, die wachsen tatsächlich, ne? Krass. Wahnsinn. Bengalkatze. Eine Sphinx. Britisch Kurzhaar. Oh Gott. Ich mag ja die Bengalkatzen so gerne, ne? Die sind so schön, weil die so ein bisschen Ähnlichkeit haben wie mit einem Tiger. Cool, dass die alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Finde ich gut. Finde ich sehr schön. So, Browser. Nee, nicht den Browser. Die Karte. Wir haben jetzt zwei neue Sachen freigeschalten. Wäre natürlich schön. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Da haben wir alles da haben wir alles gemacht, ne? Da haben wir alles gemacht. Okay. So, jetzt haben wir was Luxuriöses gemacht. Also machen wir diesmal wieder was mit den Wauzis. Wir können einmal hier so am Wasser oder einmal ein stinknormales Haus machen. Oh, lass uns ruhig das Große nehmen, oder? Ui, Frieda wird als Schriftstellerwunder gehandelt. Nach nur ein paar Monaten harter Arbeit hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Es schlug sofort ein wie eine Bombe. Leider erwies sich der rasante Aufstieg als sehr stressig für eine introvertierte Menschen wie sie. Jetzt sucht sie verzweifelt nach einem Ort, in dem sie und ihr entzückender Leguan mehr Frieden finden können. Das klingt doch toll. Mehr Freiheit. So. Oh, da haben wir viel zu tun. Aber ein schönes Haus, so an der Klippe. Ich finde das richtig schick. Da würde ich leben wollen. Voll schön. Lack of inspiration has been hitting me pretty hard lately. My creative spark feels kind of dim, grayed out. Warm colors, fluffy blankets and lots of cozy furniture. This is what I truly need. I always imagined myself in my skelly cutie in a lakeside house, with a wooden terrace, and maybe even a small sauna. Somewhere I would be able to flourish as a writer. Or perhaps put more time into working on my paintings. This might be the perfect moment for a change. A new home for me and my lovely Poe. Cool. Schön. Eieiei. Aber hier werden wir definitiv richtig viel zu tun haben. Definitiv. So, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Seid gespannt. Ich bin's auf alle Fälle. Und dann, ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.